Hallo liebe Leute, hier ist Christian von Christians How to Plays, der mit dem Hut. Ich begrüße euch zu einem neuen Vlog von mir. Und heute geht es mal ganz grob um das Thema Böse Onkel. Böse Onkels hier in Deutschland ist das ein zwiespältiges Thema. Heute ist Freitag, ich weiß jetzt nicht, wann ich den Vlog online stelle, aber heute spielen sie am Hockenheimring vor circa 200.000 Leute werden erwartet. Ne? Und die haben ja, ich weiß nicht mehr 100%, wie das jetzt war, die haben, glaube ich, ein Konzert oder zwei Konzerte hatten die angekündigt und haben dann direkt noch nachgelegt, weil einfach die Leute so dermaßen gallig auf diese Karten waren. Ne? Und was spielt denn heute noch da? Die haben Limp Bizkit als Vorband und Soulfly. Sehr, sehr eigenartig. Also frage ich mich, warum die da keine deutsche Band nehmen oder so. Ein Abonnent oder auch mehrere Abonnenten von mir, aber ein Webcam-Schüler von mir, der Sebastian, der ist heute Abend da. Mal gucken, was er so da berichtet von den Böse Onkels. Aber die Frage ist generell, was haltet ihr denn von Böse Onkels? Schreibt das hier einfach mal unter die Kommentare, beziehungsweise könnt ihr mir auch bei Facebook, könnt ihr hier drunter schreiben, was ihr denn generell von Böse Onkels haltet. Ich selber habe nie viel von Böse Onkels gehalten, da mache ich auch gar keinen Hehl drum. Ich akzeptiere das, wenn Leute das, wenn die das hören und auch, heutzutage ist es so, dass die Onkels-Fans von früher alle auch ein bisschen erwachsener geworden sind. Also ich bin mit, ja, auch mit Onkels groß geworden. Ich habe die nicht aktiv gehört, aber bei uns gab es immer in der im Bekanntenkreis gab es immer so, ich nenne sie jetzt mal ganz lieb, Spacken. Diese Spacken haben immer alle Onkels gehört, ja. Nee, damit wollte man nichts zu tun haben mit diesen komischen Leuten und dann hat man halt keine Onkels gehört. Man hat's auch in dem Zuge, wenn man Gitarre lernt und so, hat man ja natürlich auch immer den Anspruch, irgendwie Musik zu hören, die einen auch immer an der Gitarre weiterbringt und Onkels ist halt relativ simpel an der Gitarre. Die haben natürlich zwei, drei coole Songs, die auch auf der Gitarre gut arrangiert sind, aber die meisten Lieder sind oder waren halt damals auch immer dann für uns immer ein bisschen billig und so und dann halt der Gesang noch und über die Thematik und so, da haben wir gesagt, nee, wir waren da eher die Rammstein-Fraktion. Aber Onkels, ich sag immer, der Erfolg gibt einem recht, also das heißt, auch mit geringer oder sagen wir mit Musik, die nicht ganz so umfangreich ist wie vielleicht andere, die vielleicht nicht ganz so kompliziert ist, kann man halt auch viel Geld machen oder auch sehr erfolgreich sein, weil die Onkels, da geht es ja nicht so da primär darum, was die an der Gitarre spielen, natürlich haben die auch coole Riffs, aber die haben natürlich so eine gewisse Message, ja, und irgendwie viele Leute berichten mir oder haben mir auch früher immer davon berichtet, geil, irgendwie mit ein paar Kollegen im Keller hocken und dann geil Onkel singen oder so, ne, habe ich persönlich damals nie gemacht, weil halt Onkels mir ein bisschen zu stumpf war, aber viele, viele andere meiner Bekannten haben das halt früher gemacht, die haben viel, viel Onkels gehört und ich war einmal mit einem, jemanden, also wir waren auf Klassenfahrt und da hatte jemand einen Kassettenrekorder, damals noch Kassette, Jungs, ja, hier nichts mit MP3 und so, Kassette, ja, hatte er als einziger eine Kassette, also diesen Kassettenrekorder dabei mit Kassette und hat dann den ganzen Tag liefen halt, naja, also es liefen nicht nur Onkels, es liefen auch andere Bands, ja, aus einem Metier, was ich jetzt nicht weiter vertiefen will, aber es lief voll, sehr, sehr viel Onkels und mein Gott, wie viel Onkels ich damals passiv gehört habe, unglaublich. Aber was haltet ihr denn von Onkels, ja? Sagt ihr, stumpfe Scheiße oder richtig geil, ne, authentische, richtig cool Band? Es gibt ja einige Bands, die so, ja, ich sag mal so grob auch so dieser Deutschrock-Szene zugehörig sind, so wie Freiwild oder Broilers oder so, die halt auch aus Deutschland kommen, wo ich mich jetzt frage, warum diese jetzt nicht als Vorband von den Onkels spielen, keine Ahnung. Aber wenn ihr möchtet, dass ich mehr Onkels-Lieder mache, ne, immer, immer gerne, ich bin bereit dazu, ich habe meine Seele verkauft, ich mache Onkels. Na, ich habe ja, bis jetzt habe ich ja Auf gute Freunde habe ich ja gemacht, das ist ein sehr cooles Lied, ich habe da Rhythmusgitarre gemacht, die Solo-Gitarre und so, den Basspart, alle drei Sachen richtig cool arrangiert, hat mir Spaß gemacht, die letzten zu machen und wenn ihr irgendeinen Song habt, ne, geht nicht nur bitte vom Gesang aus, ja, wenn ihr, cool, der Refrain ist voll geil, der singt hier von Saufen und so, ja, ihr müsst ein bisschen auf die Gitarre und so achten, ja, damit sich das auch für die Lesson lohnt, aber der Sebastian, mit dem ich halt sehr viel Webcam-Unterricht mache, der hat sich
viele Lieder schon angeschaut und hat mir die auch schon vorgespielt alle und es war auf jeden Fall sehr, sehr cool, was Emme da so alles so immer vorgespielt hat. Sehr coole Riffs dabei. So, ja, ich würde auch mal sagen, ich komme dann jetzt mal langsam zum Ende. Thema Onkelz, wie gesagt, ich selber, um das nochmal so als zum Abschluss zu bringen, ich selber finde es auf der einen Seite gut, dass eine Band so viele Leute mobilisiert. Auf der anderen Seite gibt es natürlich bei den Onkelz, also da hatte der Kevin, hatte ja da diesen Unfall und ist dann abgehauen mit Fahrerflucht und so und die singen halt immer von Ehre, von Stolz und sowas und eigentlich, naja, wenn man es mal richtig genau nimmt, ne, leben sie halt das nicht 100% vor, aber so wie es halt ist, aber die sind nun mal gut durch viel Scheiße gegangen, sag ich mal, in ihrem Leben und deswegen sind sie sehr authentisch eigentlich als Musiker und ich glaube auch, dass denen eventuell das Geld verdienen damit nicht primär im Vordergrund steht. Natürlich hat man auch finanzielle Interessen. Es ist vollkommen okay, man muss sein Geld verdienen. Aber wenn ich mir das anschaue, dass sie jetzt ungefähr 2,5 Stunden oder so spielen, 2,5, 3 Stunden und manche Bands spielen, was weiß ich nicht, gerade mal 90 Minuten, wenn überhaupt. Oder jetzt hat mir bei Rock am Ring eine Freundin erzählt, ich kann mich nicht mehr an die Band erinnern, hatte ich auch mit Sebastian das Thema. Da sind die dann zum Hauptkonzert gefahren und da hat die Band 50 Minuten gespielt. 50 Minuten, das ist nix, ne? Und das geht eigentlich gar nicht da, ne? Und deswegen finde ich das cool, wenn die Onkelz dann ihre 3-Stunden-Setlist da runterballern, ne? Und dann, ja, ist halt sehr, sehr authentisch. Gut, so, jetzt aber Ende, ja? Schreibt unter das Video, was ihr davon haltet und, liebe Leute, macht's gut, bis zum nächsten Mal, ciao, ciao.